Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Publikum, es ist natürlich drei Dinge, die sind heute ungünstig. Erstmal ist der Ramin auch verschoben worden. Das nächste ist, nebenan ist gleich eine Veranstaltung von Linken. Und die CSU macht auch eine Veranstaltung. Und mit Linken, da wollten wir eigentlich kommen, zum Beispiel der Heike Dauber, die wird dann noch hierher kommen, die wird noch kommen. Ja, ich heiße Sie ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders freue ich mich natürlich Thomas Diem und Frank Wilitsch. Ich habe mal geguckt im Kalender, es ist fast 10 Jahre her, auch im Februar, da waren wir im Kreis gewesen. Es war eine tolle Veranstaltung jetzt und heute sind wir wieder hier. Das ist einfach klasse. Ja, und ich sage mal, das Quartett. Das Quartett ist der Trübe und ich leite nicht mehr alle. Journalist Kehr, da kommt als Sieger Planitz. Da sagt er, hat eine ganze enge Verwandte noch dort. Da machen wir einen Abend, Ende des Jahres, zu der Pflege. Freue ich mich riesig. Ja, das Quartett, das ist natürlich auch Rolf Hoppe. Die ist nicht mehr unter uns. Ne? Sie hat deutlich lieber geschrieben jetzt, hat Billig über Rolf Hoppe. Und dann muss ich noch sagen, jetzt ist er wieder nicht mehr unter uns, ohne ganz. Das ist das Quartett und Team. Glückwunsch nochmal zum 70. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich riesig auf den Abend. Ich möchte mich gleich im Vorfeld bedanken für die Ebert-Stiftung, die das mit gesponsert hat und hilft mit ihr für die Veranstaltung. Und ich freue mich ganz besonders über Hermann Lösch, der dann anschließend ein Stück spielen wird. Ach, das ist so. Unser Pianist. Ja, richtig, Pianist. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Die Kollegin der Ebert-Stiftung wird das sagen. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich darf Sie vor allem herzlich im Namen der Ebert-Stiftung begrüßen. Schließe mich den Glückwunsch an Thomas Thiemer. Also ich muss sagen, die besten Gespräche habe ich mit Eltern in den Namen geführt bisher. Ich freue mich also sehr auf heute Abend. Dafür, dass Sie mich gar nicht gekannt haben, sieht es aber schon recht intim mit mir jetzt. Wenn ich Ihnen zeige. Nee, das ist ja gut. Ich sehe, Sie denken richtig. Mein Name ist Irina Mohr, ich habe das Landesbüro der Ebert-Stiftung im Mai 2018 übernommen und es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Viele von Ihnen kennen die Reihe, Prominente im Gespräch. Ich bin das erste Mal hier. Heute wird es viel um Fußball gehen, also ich bin heute diejenige, die eingewechselt wurde. Ich spiele natürlich links, genauso wie das für die soziale Demokratie gut an der Sozialdemokratie ansteht. Ich arbeite in der Stadt und wir werden allerdings auch noch viel im Kreis zu tun haben, auch in diesem Jahr. Wir kommen noch mindestens 2-3 Mal für verschiedene Veranstaltungen, da freue ich mich schon drauf, weil ich habe Sie schon als Publikum, die Kreizer, kennengelernt, als ich hier mal eine Ausstellung gemacht habe. Da ging es um Generationengespräche über die DDR zwischen den Generationen in den Familien. Vielleicht sind wir uns da auch schon mal begegnet und heute begegnen wir uns wieder, wenn nicht. Ich bin jedenfalls diejenige, die in Erfurt das Landesbüro der Ebert-Stiftung leitet. Ich darf Sie auch einladen zu allen anderen Dingen, die wir hier in ganz Thüringen machen. Ich habe Ihnen auch ein ganz kleines Heftchen mitgebracht. Ich darf das mal kurz hochhalten, das können Sie mitlegen. Ich will da jetzt nur ganz kurz darauf hinweisen, da geht es um Friedrich Ebert und wollte Sie nämlich in diesem Zuge schon zu unserem Verfassungsfest einladen am 11. August auf der Schwarzburg. Die Schwarzburg ist immer einen schönen Ausflug wert, genauso wie die Vogtlandhalle heute Abend. Und wenn Sie am Ende dieses Häppchen nicht gerne hätten, ich habe eine ganze Kiste mit, dann freue ich mich darüber. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf den heutigen Abend. Herr Dr. Pilic, Ihnen auch noch ganz herzlich willkommen. Und wir übergeben jetzt ganz einfach, um nicht viele Worte zu machen, an unseren Pianisten. Okay. Ich will Ihnen trotzdem noch auf das Buch hinweisen. Das Buch kann gekauft werden, es wird signiert werden, wer es gekauft. Muss gekauft werden. Ich soll nicht von Fußball. Das habe ich noch vorher vereinbart. Ich habe keinen Schein, der es nicht kauft. Und da habe ich jedes Tor reingelassen. Da haben Sie mir dann einen von Schäden gebrochen. Ach so. Ja, dann darum vergisst ihr jetzt alle. Kannst du eine Karte leisten? Nee, ich habe das nicht. Dann wünsche ich Ihnen
Aber da immer zu, da spielt die Portugal jetzt. Tolle Fußball hier. Das ist der Ronaldo. Nee, nicht. Das ist die Sachse. Ja, Mann. So. Vielen Dank. Steinway Flügel übrigens. Sind. Ich kann Sie jetzt im Moment leider nicht mehr sehen, aber ich glaube auch so, Sie haben sich, also wir waren vor 10 Jahren das letzte Mal hier, wurde uns gerade gesagt, ich glaube, Sie haben sich auch kaum verändert. Wir hatten vor 10 Jahren auch ein Buch, aus dem wir gelesen haben, das hieß, wie Sie sich vielleicht erinnern, Ich, Faust, Thomas Thieme. Wir haben inzwischen weiter miteinander geredet, das sind jetzt schon 18 Jahre. Und weiß nicht, ob das irgendwann mal in das Guinness-Buch der Rekorde eingehen wird. Wir haben jetzt schon 207 Gespräche in einer Thüringer Zeitung geführt. Die kennen Sie leider nicht, das ist ja Weimar und Erfurt, also ein bisschen außerhalb von Ostthüringen. Die Thüringische Landeszeitung, vielleicht kriegt man die ja an der Tankstelle, ich weiß es nicht. Also wirklich, es gab schon 207 Interviews in dieser Zeitung. Immer dieselben Personen, immer dieselben Themen, also Faust, Fußball, Theater, Gott und die Welt, die politischen Skandale, was gibt's noch? Also Sie merken schon, breites Spektrum. Und was werden wir heute machen? Ich will Sie mal schon darauf vorbereiten. Wir lesen heute auch wieder. Und ja, zwischendurch gibt es dann wieder Musik. Und wir werden dann vielleicht, wenn Sie Lust haben und noch Zeit haben,
Und wenn dann die anderen 100, 200 Leute hier noch reingekommen sind, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen plaudern, und zwar über die Rollen, die Thomas Thieme gespielt hat und die er jetzt gerade probt. Oder nee, bei Fernsehen, beim Film probt man nicht, man dreht. Jetzt gedreht hat und gerade noch dreht. Wir sind heute wirklich im Breitbandformat. Ne? Sie müssen sich das Buch und auch alles, was Sie danach sehen, etwas schlanker vorstellen. Aber Sie sehen uns ja im Vergleich. Ne? Sie können das dann immer ein bisschen miteinander. Vom Anfang? Bitte schön. Ja. Herr Thieme, wo sind Sie? Ich bin in Weimar, wir probieren Goethes Faust. Faust Studierstubenmonolog können Sie sicher schon im Schlaf hersagen. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und so weiter studiert. Wie betonen Sie denn das? Ach, gar nicht. Das wird in den Satz integriert. Obwohl, mit diesem Ach führe ich tatsächlich noch etwas im Schilde. Herr Thieme, wo sind Sie? In der Kostümabteilung des Weimarer Theaters, man passt mir gerade eine Hose an. Entschuldigen Sie, dass ich Sie etwas Profanes frage. Wenn man als Faust so viel Text zu sprechen hat, muss man da nicht auch eine Menge trinken? Um allen womöglich kursierenden Gerüchten von vornherein entgegenzuwirken, Askese ist angesagt. Es gibt keinerlei Ausschweifungen im Umfeld dieser Produktion. Da ich nicht mehr 20 bin, muss ich meine Kräfte sortieren und kann nicht jede Nacht durchsaufen. Ich dachte auch mehr an Mineralwasser, um die Zunge feucht zu halten. Da haben Sie völlig recht. Trinken muss ich bei den Proben wirklich viel. Ich brauche sehr viel Flüssigkeit, muss regelmäßig essen und vor allem viel, viel schlafen. Schlafen ist schon immer mein Rezept gewesen, um eine solche Anstrengung durchzustehen. Herr Thieme, wo sind Sie? Ich bin gerade mit Jimmy Hartwig auf dem Weg zum Generalintendanten des Weimarer Theaters, Stefan Merki. Wollen Sie mit dem Ex-Profi Jimmy Hartwig Fußball spielen? Nein, er soll bei mir als Schauspieler auftreten. Ich werde Bertolt Brechts Baal inszenieren. Mit Hartwig, Ben Becker und Blixer Bargeld, dem Sänger der einstürzenden Neubau. Herr Thieme, wo sind Sie? Bei den Ballproben in Weimar. Morgen spielen Sie wieder Faust. Wie ich erst jetzt erfahren habe, sollen Sie bei der Premiere Ihr schönes Lesemühlrad zertrümmert haben. Waren Sie übermotiviert? Lieber Herr Quidditch, ich bin immer stark motiviert. Da ist ein mechanisches Malheur passiert. Ich dachte, das Ding klemmt und habe dagegen getreten. Als das nichts half, habe ich es nochmal versucht. Mit roher Gewalt. Herr Thieme, wo sind Sie? In Brunnen, im Seehotel Waldstätter Hof. Wir proben auf dem Rütli Schillers Wilhelm Tell. Ich war neulich nochmal im Faust. Sie hatten wieder ein Problem mit Ihrem Hamsterrad. Stimmt. Diesmal rastete die Sperre nicht ein und Marek Harloff, der arme Teufel, sprang schnell wieder ab. Mist. Nicht einmal das ist Ihnen entgangen. Herr Thieme, wo sind Sie? Auf dem Weg vom Hotel Torinth zum Deutschen Nationaltheater, und zwar auf Höhe Eckermann aus, wenn Sie es genau wissen wollen. Das Medieninteresse für Baal ist gewaltig. Heute hat ein Sportredakteur der FAZ angerufen und sich nach Jimmy Hartwig erkundigt. Er hätte ihn seinerzeit auf dem Fußballrasen bewundert und sei neugierig, wie er sich in Weimar auf der Bühne bewegt. Großartig. Wissen Sie, was ich gut fände? Ich fände es gut, wenn für einen Abend mal die Sportreporter die Kritikerplätze einnehmen würden. Dafür sollten die Theaterkritiker auf den Fußballplatz gehen, damit sie auch mal wieder etwas vom richtigen Leben mitbekommen. Herr Thieme, wo sind Sie? Ich bin am Set zum Helmut Kohl-Film. Wir drehen im alten Gebäude der Berliner Akademie der Künste am Hanseatenweg. Haben Sie die Kohlbrille auf? Im Augenblick nicht, aber beim Drehen schon. Wenn Sie die Brille aufsetzen, was sehen Sie? Blühende Landschaften? Natürlich, was sonst?
Manche Menschen verändern sich, sobald sie die Sachen eines anderen tragen. Da mögen Sie recht haben. Auf mich haben Kostüme und Masken schon immer eine starke Wirkung. Da macht die Brille keine Ausnahme. Sie sprechen auch schon anders. Was wird denn gerade gedreht? Die Szene, wo Helmut Kohl vor dem Bremer Parteitag an der Prostata erkrankt ist und sich eigentlich einer Operation unterziehen soll. Er schiebt das aber hinaus und lässt sich ein Katheter setzen, weil er den von Geisler, Späth und Co. geplanten Umsturz verhindern will. Es kommt zu einem Besuch von Hannelore Kohl am Krankenbett. Das heißt, Sie müssen den Schlafanzug anziehen und sich ins Bett legen? Den Schlafanzug habe ich bereits an und einen Morgenmantel darüber, wenn Sie es genau wissen wollen. Dann ist das sicher eine sehr private Szene. Es ist möglicherweise die privateste Szene des ganzen Films. Was für ein Bild Helmut Kohls vermittelt der Film. Sie zeigen ihn im Zenit seiner Macht. Das Rebellische liegt hinter ihm, Draufgänger ist er geblieben, Körperfülle und Starrsinn kommt später. Also entschuldigen Sie, die Körperfülle ist bereits vorhanden. Es spielt 1989. Und Starrsinn war, glaube ich, bei Kohl auch schon immer da. Es geht mir nicht darum, die Klischees zu bedienen. Es geht darum, zu zeigen, wie dieser verhältnismäßig empfindsame Mann unter dem enormen Druck, unter dem er als Kanzler stand, immer wieder in der Lage war zu handeln. Wir sind nicht dazu da, etwas zu rechtfertigen oder zu belegen, sondern unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was ging im Inneren dieses Mannes wahrscheinlich vor. Sie haben mal zugespitzt formuliert, dass Sie seit Ihrem Weimarer Faust im Grunde nur noch Variationen dieser Figur auswerfen. Selbst in diesem Falle? Was ist denn das Faustische bei Helmut Kohl? Das ist eine ausgesprochen deutsche und faustische Figur. Deutscher geht es überhaupt nicht. Außer Faust ist Kohl der deutscheste Deutsche, den ich je gespielt habe. Dabei kenne ich wahrscheinlich nur Teile seines Charakters. Ich würde gern mal die 27 Stunden Interview sehen, die Thomas Schad, der Regisseur, mit Kohl gemacht hat. Was man natürlich nicht darf, denn das Material ist top secret. Warum dürfen Sie als Hauptdarsteller, der seiner Figur so nahe wie möglich kommen soll, keinen Einblick nehmen? Wer zensiert denn das? Das hat weniger mit Zensur zu tun als mit Diskretion. Über diesem Film schweben auch jetzt noch mehrere juristische Unwägbarkeiten. Da gibt es Figuren, die nicht Personen der Zeitgeschichte sind, wie beispielsweise die Sekretärin, deren Namen ich nicht nennen darf. Jedenfalls möchte sie das nicht, weil immer die Frage stand, hatte sie ein Verhältnis mit ihm oder nicht. Dann gibt es einen Leibarzt, der diese Prostata-Geschichte mit ihm durchgezogen hat. Kohl hätte operiert werden müssen, ist aber auf dem Bremer Parteitag mit einem Katheter aufgetreten, weil er den Putschversuch abwehren wollte. Er hatte sehr schmerzhafte Anfälle und sollte dort nur 3 Stunden sitzen. Am Schluss hat er 14 Stunden gesessen. Das zeigt die unglaubliche Physis dieses Mannes. Das habe ich gespürt, als ich diese Szene gespielt habe. Kohl hat einen Deutschen, ich kann das nur mit Deutsch übersetzen, Willen zur Disziplin. Das muss ich jetzt durchstehen. Das ist doch wahnsinnig verbreitet bei uns. Und das ist in Kohl, ob auf angenehme oder unangenehme Weise, das entscheidet letztendlich der Betrachter, ganz stark vertreten. Wäre es dann nicht überzeugender gewesen, das Ende der Politikerkarriere Helmut Kohls nicht auszublenden? Sein Klammern an der Macht, die Spendenaffäre und dieses merkwürdige Ehrenwort, das er nicht brechen will. Über Quidditch, wenn schon Helmut Kohls Sohn Walter sagt, dass alles, was er bei uns über seine Familie gesehen hat, der Wirklichkeit nicht gerecht wird, dann möchte ich mal wissen, wie wir hier auch noch die Spendenaffäre hätten unterbringen sollen. Der Film gerät, und das macht ihn so spannend, genau zwischen die Fronten des Freundeskreises Kohl, einschließlich Familie, für die alles respektlos ist, und der linken Intellektuellen und Publizisten, wo ich sie mal ganz vorsichtig dazu rechne, die natürlich sagen, also ein bisschen mehr hättet ihr dem schon die Hosen runterlassen können. Nicht weniger spannend ist,
Was macht die Macht mit einem Menschen? Eine Frage, die beispielsweise auch Oliver Stone in seinem Nixon-Film stellt. Es ist unglaublich, das geht schon an einem Set los. Wenn du den Kanzler spielst, gibt der Produzent, also Nico Hofmann, die Order aus, kümmert euch um den Team. Du bist für die Drehtage der Bundeskanzler. Und auf eine geheimnisvolle Weise überträgt sich diese Haltung, die man Kohl gegenüber hatte, als er der Chef war, plötzlich auf mich. Das ist ein merkwürdiges Erlebnis, das du als Schauspieler aber hinnehmen musst. Du kannst damit nicht flapsig umgehen. Du musst, um die Figur glaubhaft zu spielen, diese Sonderstellung annehmen und vor die Kamera bringen. Es reicht nicht, dass ich in der Drehpause in meinem Wohnmobil sitze, mich im Spiegel mit meiner hübschen Kohlfrisur ansehe und denke, geil, da draußen warten sie jetzt alle auf dich. Du musst es vor der Kamera dokumentieren. Sonst ist das Team sauer. Die geben nur nicht so viel Geld aus, weil ihnen mein Gesicht sympathisch ist. Die wollen und erwarten, dass ich die Figur so spiele, dass sie viele Leute in Erregung versetzt. Und am Ende die ganze Kohle wieder zurückfließt, womöglich vervielfacht. Das ist doch der ganze Witz dabei. Herr Thieme, Sie haben in unseren Gesprächen immer wieder den real existierenden Erotikmangel im Osten beklagt. Also Entschuldigung, Sie erzeugen jetzt hier ein Bild von mir. Gab es diesen Erotikmangel auch an den DDR-Theatern? Nein, am Theater geht es immer munter zu. Die Zeiten, wo es richtig munter zuging, sind allerdings vorbei. Jetzt steht der Ehrgeiz ganz vorn, außerdem haben sie kein Geld mehr. Das macht alle ein bisschen unfroh. Als ich 1973 anfing, stimmte die Atmosphäre noch. Aber wenn man in Görlitz-Zittau anfängt, ist einem keine Karriere an der Wiege gesungen. In Halle sagte ich mir dann, wenn du Talent hast, musst du es auch mal beweisen. Aber ich wollte ja gar nicht in den Westen. Wo wollten Sie denn hin? Na, nach Hollywood. Das war schon auf der Schauspielschule mein Ziel. Ich wollte Marlon Brando werden. An den Theatern Magdeburg und Halle herrschte eine Art Anarchie. Alle haben versucht, das Leben zu spüren und keiner hat so richtig an seine Karriere gebastelt. In Frankfurt am Main hieß es dann plötzlich Hic Hortus, Hic Salta. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Können Sie das auch auf Thüringisch sagen? Hier ist Hortus, hier springe. Da konnte ich noch nicht mehr erklären. Ich bin eingemauert und wenn ich raus bin, werde ich erschossen. Da hieß es nur noch, Herr Thieme, hier ist Ihre Rolle, da ist die Bühne, bitteschön. Sie haben 1984 am Frankfurter Schauspiel vorgesprochen. Was haben Sie da gesagt? Hallo, ich bin der Egmont aus Zittau? Tja, so ähnlich war es komischerweise wirklich. Sie kennen doch den Regisseur Adolf Dresen, den Vater von Andreas Dresen, dem bekannten Filmemacher. Adolf Dresen war damals in Frankfurt Intendant. Ich kam also dort an als Kaspar Hauser aus dem Osten und sollte bei einer Bühnenvermittlung vorsprechen. Dabei kamen dann Kassel und Essen heraus, was schon ganz okay war, denn weder Kassel noch Essen sind schreckliche Theater. Aber so richtig glücklich war ich damit nicht. Ich sagte mir, du bist jetzt im Westen, in Frankfurt, und der Dresen ist hier, also geh hin zu ihm. Da sind Sie schnurstracks in sein Büro marschiert. Die Sekretärin ließ mich durch. Und als ich vor Dresen stand, fragte er, wo haben Sie zuletzt gespielt? Mein Gott, dachte ich, das hat keinen Zweck. Wenn du jetzt sagst, Deutsches Theater Berlin, das kriegt er raus. Also sagte ich die Wahrheit in Anklam. Anklam. Dresen ist fast im Sessel hochgesprungen. Den Anklam war seine Geburtsstätte. Noch drei Wurf. Den Anklam war seine Geburtsstadt. Kennt sonst keine Sau, schon gar nicht im Westen.
Dresden aber fing an zu schwärmen, dort war ich Benehler, da habe ich meinen ersten Schüler gesehen. Zwischendurch zur Sekretärin, kannst du mal bitte den Cognac bringen? Anklam, damit war das Eis gebrochen. Und irgendwann fragte er dann, Sie kennen doch die Räuber, wir suchen noch einen Schweizer. Schweizer, dachte ich, ist nicht gerade eine Hauptrolle. Aber damit war ich erst mal drin. Ich hatte den Fuß in der Tür. Ich habe also den Schweizer gespielt, Vertrag bekommen, dann auch Hauptrollen. Und habe schließlich den liederlichen Lebenswandel aus dem Osten in den Griff gekriegt. Der Westen hat Sie also diszipliniert. Ich habe mich auch selbst diszipliniert. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als das ewige Talent zu sein. Das gibt es, wie wir beide wissen, auch im Fußball. Podolski steht leider kurz davor. Damit wissen Sie auch, wie alt der Text schon ist. Herr Thieme, wie haben Sie den 13. August 1961 erlebt? Wenn es kein Sonntag war, bin ich in die Schule gegangen, in der Goethe-Schule in Weimar. Das heißt, Sie haben keine besondere Erinnerung an diesen Tag? Ich kann mich sehr genau an die Stimmungen erinnern. Ich war 12 und ich spürte, dass in meinem Umfeld eine seltsame Nervosität herrschte. Ihr Vater war als Kommunist, der die Sozialistische Einheitspartei ablehnte, bestimmt wenig begeistert von der Mauer. Das stimmt. Meine Eltern hatten überhaupt ein distanziertes Verhältnis zur DDR und das übertrug sich in gewisser Weise auf mich. Pionier durfte ich gerade noch werden, aber FDJ kam nicht mehr in Frage. Mein Vater war durch die Mauer bestätigt in seinen Aversionen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch zwischen meinen Eltern Gespräche gegeben hat, dass man weggeht, solange das noch möglich war. Die Lehrer sprachen vom antifaschistischen Schutzwall, sicherlich auch in Weimar. Ja, natürlich, das war in der DDR der offizielle Sprachgebrauch. Es gab ja aus Sicht der DDR-Führung durchaus ökonomische und politische Gründe. Man war mitten im Kalten Krieg und die Menschen, besonders wenn sie gut ausgebildet waren, gingen weg. Nämlich dorthin. Was? Wie heute. Tja, gut, gleich bin ich von Greiz, aber ganz still. Wo ihnen der Wohlstand winkte. Ja, maybe. Ich glaube, dass diese Mauer nicht nur gebaut worden ist, um der DDR-Bevölkerung zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das hat auch eine bestimmte Not, da hat auch eine bestimmte Not mitgespielt. Von heute aus betrachtet war das ein vorsintflutliches Unternehmen, durch eine Stadt eine Mauer zu bauen. Na ja, gut, der Text ist alt, aber nun bauen sie eben eine durch ein ganzes Land. Die ist bestimmt ungefähr 50 Mal so teuer, was sie da jetzt versuchen. Das würde man heute wahrscheinlich ganz anders als gedacht. Ja. Das würde man heute wahrscheinlich ganz anders lösen. Ja. Insofern hat das Ganze auch etwas Archaisches. Stein, Beton, Stacheldraht. Um es gleich klarzustellen, ich bin kein Befürworter des Mauerbaus. Und schon gar nicht ein Befürworter dessen, was dort alles passiert ist. Das Bauen einer Mauer ist ja erstmal ein technischer Vorgang. Was dann daraus resultiert, dass Leute, die versucht haben, diese Mauer zu überwinden, sozusagen mit Ansage erschossen wurden, das ist ein durchaus nicht zu rechtfertigender Vorgang. Trotzdem würde ich so viel Dialektik walten lassen, zu sagen, dass in den 60er Jahren große Teile der Bevölkerung der DDR und natürlich die Administration noch von einer besseren Gesellschaft als Ziel ausgegangen sind. Und aus diesem Grund solch eine Maßnahme als gerechtfertigt empfunden haben. Und wann haben Sie die Mauer zum ersten Mal als unüberwindbares Hindernis wahrgenommen? Richtig aufgefallen ist sie mir erst, als ich in Mauerhöhe gelebt habe. Knapp 10 Jahre später, von 70 bis 73, als Student an der Berliner Schauspielschule. Aber da ich zu der Generation gehöre, die im Grunde zu jung ist, um zu wissen, wie es war, als man auch ungehindert von West nach Ost und von Ost nach West gehen konnte, habe ich mich auf eine ganz pragmatische Weise mit der Tatsache abgefunden, dass am Brandenburger Tor Schluss war. Außerdem muss ich sagen, dass ich in jungen Jahren, nach einer anfänglichen Sturm- und Drangzeit, an der Schauspielschule vieles am Gesellschaftsmodell Sozialismus befürwortet hatte. Tatsache ist,
dass ich manches in der DDR gut fand. Mauerbau natürlich nicht, aber ich habe ihn seinerzeit auch nicht als so gravierendes Ereignis betrachtet. Wollten Sie nie wissen, was dahinter war? Doch natürlich. So war ich 1963, also mit 15, mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar schon mal auf Gastspiel im Westen gewesen war. Ich war naiv und habe ausschließlich auf die Schokolade und die tollen Autos geglotzt. Ich bin, obwohl ich einen Bruder in Lübeck hatte, der sicher gesagt hätte, bleib hier, auch brav wieder mit zurückgefahren. Ich wollte nach Hause. Und ich bin ja noch einmal aus der DDR rausgekommen, 1973. Da haben wir den Film Lotte in Weimar gedreht. 1973, das muss man sich da vorstellen, da war ich gerade in dieser Phase, wo ich der Meinung war, im besseren System zu leben. Und ich bin auch diesmal wieder zurückgekommen. Und was hat Sie dann 7 Jahre später bewogen, einen Ausreiseantrag zu stellen? Das hängt viel mit der Ausweisung von Wolf Biermann zusammen. Da ist, wie Sie wissen, einiges eskaliert. Ich habe andere Leute kennengelernt, habe beruflich für mich andere Perspektiven gesehen und begann sozialismuskritische Bücher zu lesen. Solzhenitsyn, ein Raubdruck der Alternative von Rudolf Barrow. Und irgendwann war es reiner Pragmatismus. Ich merkte, ich komme aus der Provinz, wo ich meine ersten Engagements hatte, nicht mehr nach Berlin. Berlin war DDR-weit die einzige wirkliche Theaterstadt. Und da bin ich hinweg. Aber nicht gleich. Es hat immerhin 3 Jahre gedauert, bis man sie ziehen ließ. Gut, ich wusste, dass es dauern würde. Und ich bin auch 1984 nicht als Fan der Bundesrepublik ausgereist. Wenn überhaupt, hatte ich wie alle naiven jungen Leute eine Amerika-Sehnsucht. Elvis, Cowboys und so. Aber ich hatte nie eine Sehnsucht nach Mannheim oder Nürnberg. Glücklicherweise bin ich dann bald dort gelandet, wo man als deutscher Schauspieler Furore machen konnte. In Wien, Zürich, Hamburg und West-Berlin. Auch wenn Sie der DDR den Rücken gekehrt hatten, die Mauer wurden Sie nicht los. Sie durften ja nicht wieder einreisen. So war es. Zwar konnte ich meine Mutter nach Frankfurt am Main einladen, aber ich durfte nicht meine Freunde in der DDR besuchen. Was haben Sie damals gedacht, wie lange die Mauer stehen würde? Ewig. Als sie fiel, war ich in einer Weise überrascht und erfreut und bestürzt, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Bestürzt? Betraf Ihre Bestürzung jene Leute, die Sie im Westen nicht hatten wiedersehen wollen? Exakt. Weder im Westen noch im Osten. Da zumindest hatte die Mauer kurzzeitig für mich einen Sinn gehabt. Herr Thieme, was war am 8. Mai 1997? Das war einer der größten Tage in meinem Leben. Da habe ich an der Berliner Schaubühne am Leniner Platz. Das muss das sein. Es ist ein bisschen sehr breit. Dani DeVito. Da habe ich an der Berliner Schaubühne am Leniner Platz den Fußballverein FC Energie Schaubühne 97 gegründet. Und das historische Datum war bewusst gewählt. War die damalige Intendantin Andrea Breth ein Fan der Schaubühnenkicker? Nein. Zu jener Zeit neigte die Schaubühne stark zur Vergeistigung und Depression. Das hat sich mit den Jahren grundsätzlich geändert. Das Haus ist heute viel unterhaltsamer, aber auch oberflächlicher. Damals war es depressiv. Da mussten wir etwas für uns tun. Sich mit dem Ball am Fuß wieder freispielen. Ganz genau. Das war nach der großen Schaubühnen-Ära Peter Stein. Und Sie hatten unter Ihren Ballzauberern der ersten Stunde klangvolle Namen wie Robert Hungerbühler, Christoph Roos und Peter Simonischek, um nur einige zu nennen. Tolle Theaterleute, auch gute Fußballer? Unterschiedlich. Hungerbühler war gut, aber auch egoistisch. Er hatte in der Schweiz mal aktiv gespielt und wurde unser erster Coach.
Simonischek ist auf dem Platz wenig in Erscheinung getreten. Und was war mit Ihnen? Vor 20 Jahren war ich Ende 40 und gehörte schon zu den etwas älteren Spielern. Trotzdem bin ich als linker Verteidiger aufgelaufen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich selbst als Joker eingewechselt haben? Das ging nicht. Die Aufstellung machte Robert Hungerbühler. Ich war der Manager, er war der Coach. Ich habe gehört, dass Sie mit der Rückennummer 3 bei den Gegnern für Angst und Schrecken sorgten. An dem stämmigen Team kam man wohl nicht so leicht vorbei. Nicht umsonst hieß mein späterer Lieblingsspieler Wayne Rooney. Naja, ich war gefürchtet und hatte eine ganz kleine Neigung zur Unfairness. Aber nur eine ganz kleine. Diese wurde immer dann geweckt, wenn ich aufgrund meiner physischen Disposition umspielt wurde. Im Normalfall haben sie es auf meiner Seite gar nicht erst versucht. Aber wenn doch mal einer durchbrach, bin ich die 2-3 Meter hinterhergerannt und habe ihn mit dem Arm 1 Meter angehoben. Dann strampelte der in der Luft. Wie oft wurden Sie vom Platz gestellt? Ich bin nur einmal runtergeflogen. Das waren ja auch keine groben Fouls. Ich bin meistens nur ermahnt worden. Auch mal verwarnt. Und wir haben auch Spiele ohne Schiedsrichter gemacht. Da passierte natürlich gar nichts. Da haben wir uns nur angebrüllt. Das waren sozusagen sanfte Ausbremsungen. Ja, so könnte man das nennen. Ich habe nie einen umgelatscht. Und ich habe auch nie gegrätscht. Sie wissen, wie anstrengend und gefährlich das Grätschen ist. Das habe ich mir verkniffen, denn ich musste ja jeden Abend auf die Bühne. Ich habe lieber andere, charmantere Möglichkeiten genutzt. Als sich dann das Energieteam zur Bühnen-Europameisterschaft qualifizierte, haben Sie Ihre Position freiwillig geräumt für einen gewissen Jimmy Hartwig? Richtig. Das war ein paar Jahre später. Der Profifußballer Jimmy Hartwig ist übrigens für alle Zeiten unser Ehrenspielführer. Und der legendäre Theaterregisseur Klaus-Michael Grüber, ein Genie auf Europas Theaterbühnen und mittlerweile leider verstorben, bleibt unser Ehrenpräsident. Welche Funktion haben Sie? Ich bin jetzt der Coach. Wir feiern jetzt erstmal unser 20-jähriges. 17. Immerhin können wir auf 5 Meisterschaften beim Berliner Theaterhallenturnier zurückblicken. Mit einem Turnier klappt es diesmal leider nicht, dazu ist die Schaubühne momentan zu erfolgreich. Dort wird unglaublich viel gearbeitet und gereist. Und unser bester Feldspieler ist leider zugleich auch der Schlüsselspieler auf der Bühne, Lars Eidinger. Dann ist Lars Eidinger wohl euer Lionel Messi? Nein, unser Cristiano Ronaldo. So, jetzt kommen wir auf das Bild, was Sie schon die ganze Zeit sehen, zu sprechen. Das ist ja mal im Neuen Museum Weimar aufgenommen worden, als wir noch schlanker waren als heute. Es sieht im Moment nicht danach aus, aber das ist eine Frage der Perspektive. Also, wir führen heute, das ist natürlich auch ein alter Text, ja, heute unser 174. Interview für die Thüringische Landeszeitung, Herr Thieme. Nein! Wäre das nicht ein Eintrag ins Guinness-Buch wert? Zumindest kenne ich kein vergleichbares Unterfangen. Vor allem waren wir in diesen mittlerweile 15 Jahren zwar des Öfteren verschiedener Meinung, haben uns aber deswegen niemals gestritten. Wir haben uns auch nie angebrüllt. Kein Gebrüll, keine Abbrüche, keine Entgleisung. Wie erklären Sie sich das? Das spricht, glaube ich, für unsere kongeniale Persönlichkeitszusammensetzung. Wenn man sich unser altes Foto anschaut, auf dem Sofa im Neuen Museum, da sieht man doch die zwei Grundtypen des Menschen. In Brechts Dreigroschenoper spricht Beecham von den Grundtypen des menschlichen Elends und führt dann seine Bettler vor. Wenn ich das Bild mal aufgreifen darf, dann sind wir doch der lange Dünne und der kleine Dicke. Nun sind sie nicht so riesig lang. Und ich bin nicht so unwahrscheinlich klein. Aber das ist ja immer auch eine Frage des Gemüts.
Physis und Psyche korrespondieren miteinander. Und insofern glaube ich schon, dass ich charakterlich dort, wo Sie eine Delle haben, eine Wölbung habe. Und umgekehrt. Sodass das immer ineinander greift. Wir sind mental unglaublich verschieden, dafür intellektuell auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Sonst hätte es auch nicht geklappt. Ja, auch Reibung ist wichtig. Sie machen aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, nehmen kein Blatt vor den Mund und können sich im Gegenzug auf meine dreisten Fragen verlassen. Ich habe noch nie zu Ihnen gesagt, du kannst mich mal. Weil Sie wirklich ganz tolle Fragen. Ich habe schon mit vielen Journalisten gesprochen. Erinnern Sie sich nur an den Auflauf, den wir zur Premiere des Hoeneß-Films in München hatten. Ich kenne genug Fragen. Was Sie von vielen anderen unterscheidet, Sie wollen nicht aus mir herauslocken, was Sie gerne hören würden. Sie fragen, interessiert, intelligent, und das ist zumindest mein Gefühl, aus echter Neugier. Bisher konnte ich wohl auch alle Ihre Fragen beantworten. Naja, ein Thema gibt es, das Sie in unseren Gesprächen gern ausblenden. Man könnte es faustisch umschreiben. Nun sag, wie hast du es mit der Liebe? Oder einfacher gefragt, was ist mit Team und den Frauen? Da kann ich nur sagen, absolut langweilig. Ich würde mal sagen, das ist Ihr Part. Wo Sie die Beule haben, habe ich eine Delle. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie sich in Ihrem Liebesleben schon einige Blessuren geholt haben? Ich war ein verhältnismäßiger Frühstarter, schon mit 19 Vater, wenn Sie das meinen. Aber heute... Ja? Sie wollten sagen, heute toben Sie sich lieber vor der Kamera oder auf der Bühne aus. So ist es. Wollten wir nicht über den Galilei sprechen? Herr Thieme, wo sind Sie? Ich bin in meinem Wohnmobil am vorletzten Drehtag zur ZDF-Krimireihe Rosa-Rot in Berlin. Es schneit wie verrückt. Der Schnee bringt alles durcheinander. Die weiße Pracht passt wohl nicht ins Drehbuch. Zumindest nicht bei jenen Bildern, die einen sogenannten Voranschluss haben. Da scheint die Sonne und 5 Minuten später liegt ein halber Meter Schnee. Das gibt's doch nirgends. Also muss der Schnee aus dem Bild geschoben werden. Richtig, deshalb sitze ich hier und warte. Mir kommt er ganz gelegen, denn ich wollte mal mit Ihnen über Weihnachten sprechen, das Fest der Liebe. So, nur meinetwegen. Sie verschicken per SMS Weihnachtsherzen, die weitergeleitet werden sollen. Bekommen Sie auch welche zurück? Meine Gaben auch geantwortet, allerdings habe ich nur wenige Herzen verschickt, weil mir gar nicht so viele Leute einfielen, die ich so gut leiten kann wie Sie. Und dann bekam ich unabhängig davon einen überraschenden Anruf. Es war mein schönstes Telefonerlebnis in diesem Jahr. Jetzt bin ich aber gespannt. Es war Günther Netzer. Ich dachte zuerst, es ist ein Kollege, der mich verarschen will, nach dem Motto, hier ist Hollywood, wir hätten da eine Rolle für Sie. Ja klar, leck mich. Und dann ist es tatsächlich Steven Spielberg und du bist angeschissen. Deshalb habe ich zu Herrn Netzer auch nicht leck mich gesagt, sondern höflich gefragt, ob er es wirklich ist. Und was wollte der wirkliche Herr Netzer von Ihnen? Sekunde, hier klopft es. Einen Moment bitte. Hallo, sind Sie noch da? Ich werde zu Frau Berben gerufen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also, Netzer hatte nach Menschen 2010 noch mit Iris Berben zusammengesessen. Und sie muss ihm von mir berichtet haben, offenbar nicht durchgehend negativ. Sie hat natürlich meinen Fußballwahn erwähnt und von unserem gelegentlichen Rollenspiel als Netzer und Delling erzählt. Und da hat er spontan gesagt, den will ich kennenlernen. Wissen Sie, wie Sie wissen, bin ich nicht mehr der Jüngste, umso. Mehr freut man sich, wenn man im Herbst seines Lebens noch jemanden trifft, der so sehr, und das kann ich wirklich sagen, mein Dasein mitgeprägt hat. Günther Netzer war für mich immer ein Idol, vom ersten Tag an, als ich ihn mit seinen langen Haaren auf dem Platz gesehen habe. Erster Spieler mit Ferrari, erster Spieler mit eigener Disco,
erster Deutscher bei Real Madrid. Wir haben ein bisschen am Telefon geplaudert, da hat mir erklärt, warum er mit Gerd Delling als Kommentator ein paar Schluss gemacht hat. Man muss, sagte er, zum richtigen Zeitpunkt abtreten können. Sie haben nicht versucht, ihn als Schauspieler zu werben, so wie Jimmy Hartwig? Jetzt haben Sie mir aber einen Floh ins Ohr gesetzt. Darauf war ich bis jetzt noch nicht gekommen. Aber Sie haben recht, das bietet sich ja geradezu an. Nochmal zurück zur Frage des Abgangs. Wenn ein Fußballer ausgebrannt ist, wird er aussortiert. Wenn ein Journalist schwächelt, schickt man ihn in den Ruhestand. Ein Schriftsteller kann schreiben, solange er will, er wird eben nur nicht mehr gedruckt. Aber ein Schauspieler? Ja, ein alternder Schauspieler ist viel stärker von der Physis abhängig. Er muss noch einigermaßen im Besitz seiner Kräfte sein, denn er kann ja nicht über die Bühne kriechen. Dafür gibt es, glaube ich, nur wenige Rollen. Wohl dem, der noch alles selbst entscheiden kann und nicht, wie der 107-jährige Johannes Heesters auf die Bühne gehoben wird. Das ist ein sehr individuelles Problem, weil nicht jeder mitbekommt, was mit ihm im Alter los ist. Manchmal muss dann von außen nachgeholfen werden. In meinem Falle könnten Sie das doch sein. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Unser Fernsehliebling Delling, unsere Fernsehlieblinge Delling und Netzer wurden mit der goldenen Henne geehrt. Ach, das ist ja großartig. Da hat es diesmal die Richtigen erwischt. Dass Günter Netzer Fußball spielen konnte, müssen wir nicht diskutieren. Er spielte manchmal wie ein junger Gott. Ohne Frage. Doch selbst als TV-Kommentator hatte er, wie man so schön sagt, einen Lauf. Das war für ihn wie die zweite oder dritte Karriere. Da bin ich mal gespannt, was Sie, lieber Herr Quillitsch, noch vorhaben, wenn Sie mal über 50 sind. Bin ich doch längst, lieber Herr Thieme, und immer noch bei Ihnen. Aber sagen Sie, was haben die beiden, was andere Moderatorenpaare nicht haben? Charme. Echten Charme, kein gespielten. Der eine ist schon vor 30 Jahren ein berühmter Fußballer gewesen, der ganz ist ja auch deutlich der Ältere. Und der andere ist Journalist, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wer an wem gewachsen ist oder ob die schon von Anfang an ein so starkes Team waren. Tatsache jedenfalls ist, ich habe auch Ihre allerletzte Sendung verfolgt bei der WM in Südafrika, dass niemand mit den beiden konkurrieren kann. Selbst Clemens Scholl, der ja auch ein toller Typ ist, muss als Kommentator noch auf die Weide. Delling und Netzer wirken auf mich wie ein altes Ehepaar. Vielleicht, weil sie 13 Jahre zusammen auf dem Bildschirm zu sehen waren? Durchaus möglich. Doch jetzt nenne ich Ihnen das Geheimnis. Trotz dieser offensichtlichen Vertrautheit haben sie sich gesiezt. Das hatte Stil. Bei aller Selbstironie, die unseren Gesprächen zuweilen zu eigen ist, sind das unsere Vorbilder. Unbewusst. Natürlich. Obwohl wir auch Ehrgeiz entwickeln, die Vorbilder zu erreichen. Allerdings bin oder war ich mir immer nie ganz sicher, ob Netzer wirklich der hundertprozentige Fachmann ist. Er hat sich, und das trifft so auf mich auch auf dem Theater zu, mitunter auch ganz schön geirrt. Zum Beispiel hat er sich auf Talente festgelegt, die dann doch nicht richtig durchschlugen. Und hat andere gedeckelt, die später noch groß herausgekommen sind. So was passiert. Fußball ist wie Theater. Mal ist alles Kacke und plötzlich macht es Zorn. Und es entsteht was Tolles. Plötzlich ist das Spiel gedreht. Netzer hat sich nie gescheut, seine Irrtümer einzugestehen. Ja, aber er hat auch viele Spiele gedreht. Und was sagen Sie zu Gerd Delling? Delling hat Netzer auf eine unglaublich intelligente, unaufdringliche und jungenhafte Weise vorkommen lassen, ohne dabei selbst zu verschwinden. Das ist im Grunde die größere Leistung. Weil er erkannt hat, dass Netzer, wenn er anfängt, lange Monologe zu halten, auch unerträglich werden kann? Bitte? Was wollen Sie damit sagen? Dass ich... Dass Sie, verehrter Herr Thieme, selbstverständlich nie zum Monologisieren neigen. Vielen Dank, ich... Ja? Unterbrechen Sie mich jetzt dauernd. Ich höre doch auch die ganze Zeit Ihren Unsinn an.
Herr Thieme, wo sind Sie? Ich bin am Set des Films Die Stadt und die Macht. Das ist eine sechsteilige Serie, die in Berlin gedreht wird. Demnach sind Sie noch nicht in Bayern? Wieso denn in Bayern? Entschuldigung, ich komme gerade aus China zurück und erfahre, dass Sie ein neues Doku-Drama drehen. Darin spielen Sie den gestrauchelten Fußballmanager Uli Hoeneß. Der passt doch wunderbar in Ihre Galerie der Bösewichte, die Sie bereits verkörpert haben. Also Moment mal, wie kommen Sie denn darauf, dass Uli Hoeneß einer der tollsten Fußballprofis Deutschlands, der mit 27 wegen einer schrecklichen Verletzung seine Karriere beenden musste, der als Manager den FC Bayern München wie auch immer zu einem Weltverein gemacht hat, dass der ein bescholtener Mann ist? Wie kam er denn sonst ins Gefängnis? Er hat eine Verfehlung begangen, so wie viele, viele andere auch. Dass Uli Hoeneß ein guter Fußballer war, steht außer Frage. Ich teile vielleicht nicht die absolute Leidenschaft, die Sie mit ihm verbindet, aber das prädestiniert Sie ja geradezu für die Rolle. Ich freue mich, dass Sie mit Uli Hoeneß eine vermutlich noch ambivalentere Figur als Helmut Kohl spielen. Das hat selbst mich überrascht, als mir als Ossi die Rolle des Westpromis angeboten wurde. Das ist vielleicht ein Treppenwitz der deutschen Schauspielgeschichte. Nichtsdestotrotz könnten wir in eine Art Textschleife zu den Kohl-Gesprächen gehen. Ich werde versuchen, in Uli Hoeneß den Menschen zu finden. Mehr den sensiblen Anglistik- und Geschichtsstudenten auf Lehramt, der er ja auch mal war, als den vollgefressenen Vereinsmanager. Ich werde alles vermeiden, um populistische Vorurteile zu bedienen. Etwas anderes hätte ich von Ihnen noch nicht erwartet. Ich verstehe Sie doch. Ich weiß auch, wie die Leute geredet haben. Der hätte auch 10 Jahre kriegen können. Der hat sowieso noch 50 Millionen irgendwo gebunkert. Nur, lieber Herr Kmilic, was soll ich damit anfangen? Damit kann ich als Schauspieler gar nichts anfangen. Das ist doch eine Figur wie Hamlet oder Wallenstein, in die ich reinkommen muss. Naja, ja, Wallenstein. Dann stellt sich doch wiederum die Frage, was macht die Macht oder der Ruhm mit dem Menschen? Was hat Hoeneß verleitet, schwach zu werden? Er führt das ja selbst in seinem Statement vor Gericht aus, dass er von dieser Sucht, oder wenn wir es Krankheit, des Zockens in einer Weise befallen war, die er irgendwann nicht mehr wusste, dass er irgendwann nicht mehr wusste, wohin nach vorne ist. Er war ja nie der Pfennigfuchser. Er hat das alles nie wirklich geprüft, sondern an Dritte übergeben, die gesagt haben, Uli, wir machen das für dich. Verstehen Sie mich richtig, ich will um Gottes Willen nicht die Handlungsweise von Uli Hoeneß beschönigen. Ich finde nur, er hat das gleiche Verständnis verdient wie jemand aus unserer Verwandtschaft, wenn der so etwas macht. Da sagst du doch auch, der Onkel Max, das war doch immer ein ehrlicher, gerader Kerl. Und dann fing er an zu saufen. Da haben wir Verständnis. Und das müssen wir auch bei Uli Hoeneß entwickeln, ob er uns nur sympathisch ist oder nicht. Uli Hoeneß erster Prozesstag dauerte 5,5 Stunden, Herr Thieme. Wie lange mussten Sie gestern ran? Von früh um 6 bis abends um 7. Was wurde gedreht? Hoeneß betritt das Gericht. Den ganzen Tag lang? Ja. Ich habe das Gericht vielleicht 20 Mal betreten. Das sind verschiedene Perspektiven. Die Kamera steht jedes Mal an einer anderen Stelle. 2 Höhepunkte sind mir vom ersten Prozesstag noch in Erinnerung. Hoeneß räumte überraschend ein, mehr als 15 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Und der Richter zog die Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit des Angeklagten in Zweifel. Das folgt dann wohl morgen. Jetzt haben wir erstmal alle Platz genommen und ich habe mitgeteilt, wer ich bin. Morgen kommt im Grunde das Herzstück der Gerichtsgeschichte. Das ist diese lange Erklärung, in der alles zugegeben wird. Wie sagen Sie den Satz, mein Fehlverhalten bedauere ich zutiefst? So wie in meiner Ansicht nach Uli Hoeneß gedacht hat, mit tiefem Bedauern. Ja, und die Frage, letzte Frage zu Uli Hoeneß, was haben Sie anhand Ihrer Rolle dazu gedacht, gelernt? Emotional habe ich mehr erlebt als bei Helmut Kohl. Auch wenn ich nicht so viele Millionen besitze wie Hoeneß, ist mir der Fußballer menschlich viel näher.
vor allem in seiner Mischung aus hoher Emotionalität und Sensibilität. Diese Ausbrüche und diese Fürsorge für andere. Schauen Sie sich das Interview an, das er anlässlich der Verhaftung des 22-jährigen Bayern-Profis Breno gegeben hat. Er musste sich dort gar nicht mausig machen. Er hätte doch sagen können, ja, wir werden versuchen, unseren Spieler wieder rauszukriegen. Stattdessen brüllte er sie an, was sie sich da rausnehmen, einen jungen Menschen einfach so einzusperren. Er brüllte letztlich ohne Sinn und Verstand. Das ist pure Emotion. Damit kann ich als Schauspieler und als Teamer etwas anfangen. Insofern ist mir der Hoeneß wirklich nahe gekommen. Er ist mir, wie wir in Weimar sagen, an die Wäsche gegangen. Die für Goethe und Schiller zuständige Klassikstiftung Weimar hat Ihnen eine Sonderausstellung gewidmet, Herr Thieme. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich bin gerührt. Sie sind was? Ja, wenn sich ein hervorragender Maler über längere Zeit so eingehend mit einem beschäftigt, bleibt das jetzt auf mich nicht ganz ohne Wirkung. Die Schau heißt Spieler. Harald Rainer Graz beobachtet Thieme. Ganz offensichtlich ist Ihnen neben mir noch jemand anders auf den Fersen. Keine Angst, das wird keine Thieme-Porträtausstellung. Graz beschäftigt sich mit meinen Rollen und geht frei damit um. Ergänzend werden Filmausschnitte gezeigt, Szenen aus dem Kohl-Film, aus dem Leben der anderen, aus Thieme King of Pain und natürlich aus unserem Weimarer Faust. Sie werden bald 70, lieber Herr Thieme. Gibt es denn in Weimar keine jüngeren Modelle? Das müssten Sie schon den Künstler fragen. Übrigens habe ich an Graz nie Modell gesessen. Er hat sich immer mal mit mir getroffen und hat mich dabei fotografiert. Aber gut, es gibt viele Schauspieler auf dieser Welt, auch noch in meinem Alter. Ja, Harald Graz hat Thomas Thieme auserkoren. In der Ausstellung hängen 80 Porträts, die Sie in verschiedenen Posen und Rollen und teils zusammen mit historischen Persönlichkeiten zeigen. Schon zu Lebzeiten im Museum. Muss ich mich um Ihren Nachruf kümmern? Ich hoffe nicht. Um Sie zu beruhigen, ich teile durchaus Ihre Bedenken. 80 Mal in einer Ausstellung, das ist ja beinahe wie der Lebenswerk, Oskar. Den Thieme verdient hat. Wenn Sie es sagen. Würden Sie gern einen Blick in die Zukunft werfen? Ich würde gerne wissen, wie lange ich noch lebe. Um Gottes Willen, das wäre doch furchtbar. Furchtbar? Wieso? Na, mit dem eigenen Todesdatum vor Augen kann man doch nicht mehr unbeschwert weiterleben. Ja, vor allem, wenn es morgen ist. Wenn es beispielsweise in 20 Jahren wäre, würde ich entspannt reagieren. Dann wäre ich zum Zeitpunkt meines Todes 90 und würde sagen, das ist korrekt. Da könnten wir ja in 10 Jahren nochmal nach Greiz kommen und dann nochmal in 20 Jahren. Aber wenn das zutreffen würde mit den 90. Ich habe im Moment den Eindruck, das schaffen wir nicht. Wir sollten noch ein bisschen weiter miteinander reden. Ich glaube, das hält Sie auch jung. Wir können es versuchen. Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch ein Musikstück hören. Steinway, der Steinway-Flügel. Und im Anschluss noch mal uns ein paar Bilder anschauen, die wir gedanklich wieder ein bisschen komprimieren müssen, und dann reden wir mal noch über ein paar Rollen von Ihnen, ja. wenn Sie Lust haben.
Zwischenbemerkung erlauben darf, nachdem der wunderbare Pianist an diesem Weltinstrument gespielt hat. Ich weiß nicht, wem es gehört. Es hat einen sensationellen Klang, das kriegt ja jeder mit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich in 10 Jahren wiedergehe und es würde auch so aussehen, wie es klingt. Ja. Vielleicht kann der Besitzer mal drüber nachdenken, das ist erschwinglich. Warum? Ach so. So. Sie sehen mich und Sie sehen auch sich selbst. Also das kriegt doch eine unglaubliche Perspektive jetzt durch die Verzerrung. Ne? Also das ist übrigens das Hamsterrad, was Quidditch da angesprochen hat. Es ist also wieder das Leserad. Hier sehen Sie auch ein Buch vor mir. Sehen Sie das? Und es liegen überall Bücher. Eigentlich, das gab es im Mittelalter wirklich. Es ist also ein historisches Lesegerät sozusagen. Und auf all diesen Dingern lagen Bücher und man konnte das drehen und dann konnte man synoptisch arbeiten. Also man konnte sozusagen hier das Alte Testament haben, 3 Dinger weiter das Neue Testament, dazwischen der Koran und so. Und dann konnte man gucken, aha. Und dann hat man gedreht und dann kam das andere Buch. Und das hat der Bühnenbildner da nachgebaut. Und das war 2001, als Sie den Faust in Weimar gespielt haben, also anfingen, den zu spielen. Der lief ja dann 5, 6, 7 Jahre. 8. 8. Hat den Bayerischen Theaterpreis bekommen. Also wir sehen ja hier die Konstellation Faust und Mephisto. Also ist eine ganz besondere. Mephisto ist ein, ja, kann man schon sagen, Strichjunge eigentlich. Also eine ganz andere Gestalt als Gründgens ihn zum Beispiel, wie sie gespielt hat, ne? Ja, das war 2001 an der Zeit, dass man die Rolle mal neu interpretiert. Und dieser junge Schauspieler, der leider ein bisschen verloren gegangen ist, Marek Harloff, der kam vom Film, hat dann diesen großartigen Mephisto gespielt, blieb dann ein bisschen am Theater hängen und jetzt, vielleicht sollte ihn der eine oder andere von Ihnen mal googeln, weil selbst ich nicht so richtig mehr weiß, was aus ihm geworden ist. Ich sehe ihn also im Fernsehen gar nicht mehr und höre auch nichts am Theater. Aber der hatte ja auch eine Band, ne? Der hat doch Musik gemacht. Ja, von der höre ich aber auch nichts. Also, weiß nicht, weil der ist nur 50. Ich meine, aber da sieht er aus wie 12 und da ist er schon über 30. Ja. Können wir das nächste Bild mal bitte haben? Ja, der Faust in Weimar war ja auch der Beginn unserer Bekanntschaft. Also wir haben damals ein längeres Interview gemacht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass Sie den Faust spielen. Sie waren bis dahin immer als Mephisto besetzt, also mal als der Bösewicht. Ne? Ja, nicht immer. Ich habe mal nur Faust in Mephisto, auch in Weimar zufällig. Ja, es gibt Ausnahmen. Im Kubus gespielt, ja. Ja, also aber ja, das Foto würde ich so jetzt heute nicht mehr machen. Also ich würde mich schon immer jederzeit wieder vor Lenin fotografieren lassen. Das bin ich in meinem guten Charakter schuldig und meinem Studium von John Reed 10 Tage, die die Welt erschütterten. Aber ich würde möglicherweise nicht mehr das Kostüm anziehen. Es gab ja auch eine Leserin der TLZ, die sich immer wieder beschwert hat, dass sie diese Mütze mit diesem Aufdruck Mafia aufsetzt. New York aufsetzt. Mafia steht da genau. Ja, man sieht jetzt nur Mafia und sie hat wahrscheinlich auch nur Mafia gesehen und sie fand, dass das für die Leser nicht sehr bildend oder nicht... Mein lieber Herr Quidditch, Ihre Zeitung erscheint in Weimar, mehr muss man da nicht kommentieren. Apropos Weimar und Faust, ich erinnere mich an eine Vorstellung, da passierte ein Zwischenfall. Es gab ja diesen Song, also der Marek Harloff, haben wir mal das nächste Bild, vielleicht kommt er nochmal. Ich war damals übrigens viel dicker, merke ich gerade. Hier ist er nochmal in dem Lesegerät. Mal nächste Bild, bitte. Da bin ich auch viel dicker. Ja, die haben wir noch. Aber hier sehen Sie doch sehr schlank aus. Da bin ich erst recht.
Wollen Sie jetzt witzig werden? Nein, ich wollte einfach darauf hinaus. Seriöser Abend in Greiz, ja, Vogtland. Ich weiß, Arena. Wir haben auch lange gebraucht, um hierher zu kommen. Richtig. Was früher an meinem Navi war. Wollen wir uns auch entsprechend benehmen. Ja. Und wenn die Ministerin Hochschung extra noch gekommen ist. Also wir sprechen jetzt nochmal nicht über Ihre Rolle, sondern über die Rolle des Mephisto. Ja. Weil, der hat ja auch gesungen. Und zwar sang der dann plötzlich in der Inszenierung We don't need no education. Da gab es doch so eine merkwürdige Episode. Oh ja! Ja, das ist die größte Nummer, die ich habe 40 Jahre Theater gespielt, alles in allem. Ich habe ja schon als Kinderdarsteller in Weimar angefangen mit 12. Und da singt er dieses Pink Floyd-Lied, We don't need no education. Und da sitzt doch immer in Weimar, ich weiß nicht, ob von Ihnen manchmal jemand in Weimar ins Theater geht, sitzen da immer in der ersten drei Reihen so Klugscheißer mit so gelben Reklamebüchern und blättert da rum, um uns zu kontrollieren natürlich. Als gäbe es Zahlen zu kontrollieren, Frau Taube. Es ist furchtbar. Sie glauben gar nicht, das ist eine solche Entmündigung eines Menschen, wenn vor dir einer sitzt und die Abschnitte sind wirklich so. Da sitzt er und blättert immer. Du möchtest sagen, sag mal, Kamerad, dann lies es doch in Ruhe zu Hause. Aber jetzt bin ich's doch, ich sag's doch auf. Es kann nicht sein, ich irre mich mal. Ich bin auch nur menschlich tätig. Naja. Jedenfalls singt der We don't need no education. Und plötzlich ruft so ein Professor vom Horn, am Horn, da wohnen die Professoren. In Bauhaushäusern. Ja. Das ist nicht von Goethe. Was wir unschwer ausgekriegt hätten, weil wir im Verhältnis zu ihm das Ding nun wirklich kann. Wir kannten es nämlich auswendig, also wir wussten, was für wem es. Da dreht sich dieser kleine, freche Hund um, aber wie aus der Pistole geschossen. Ich habe in meinem Leben solche Reaktionen nicht gehabt, bin ich viel zu langsam. Dreht sich um und sagt, Ruhe, wenn der Teufel singt. Der Saal hat getobt, das können Sie sagen. Ja, also ich bin ja dreimal in der Inszenierung gewesen, natürlich wegen Ihnen, ne? Aber es waren ja auch immer sehr viele junge Leute da, die kamen in erster Linie wegen Marek Harloff. Ne? Also das war, er war damals Kult, ich verstehe es auch nicht, wie das, ja, wir haben, er hat vielleicht die sozialen Medien nicht bedient richtig oder so. Ne? Also, ich glaube es ja nicht in dem Sinne. Ja. Wir waren damals, das Theater wollte uns was Gutes tun und hat drei Plakate gedruckt, Gretchen, Faust, Mephisto. Und ich bin durch Zufall mal in den Raum gekommen, wo die lagerten. Da war so ein Stoß Gretchen, so ein Stoß Faust und so ein Stoß Mephisto. Die waren alle weg. Die wollten nur ihn sehen. Oder hätten Sie doch jetzt mal ein paar Plakate mitbringen können für die Autogramme? Gibt es doch nicht mehr. Was ist das? Müssen Sie mal mit der Weber jetzt sprechen, ist der Neue. Vielleicht hat er die noch irgendwo gebunkert. Ja, wollen wir mal das nächste Bild betrachten? Bitte. Ah ja, das ist eine Szene, also das ist unglaublich, ja, wie das jetzt hier kommt. Eine Szene aus Othello an den Münchner Kammerspielen mit Julia Jentsch als Desdemona. Sie sind Othello, ohne schwarzer Schuhcreme im Gesicht. Und das war... Müssen wir mal gucken, 2004, ne? Ja, das war meine schönste Theaterzeit. Da habe ich hintereinander vier große Shakespeare-Rollen gespielt. Richard den Dritten, Othello, King Lear, nee, drei, die vierte war dann nur hier. Also Richard den Dritten, Othello und König Lear. Das war die schönste Zeit meines Lebens als Schauspieler. Und dann mit so einer Kollegin wie Julia Jentsch, als Desdemona zu spielen, das kann man sich nur nachvollziehen, wenn man selber Schauspieler ist, was das bedeutet. Das ist wahrscheinlich in jedem anderen Beruf, wie wenn man, keine Ahnung, wie wenn man als Finanzministerin mit
dem großartigsten, wovon ich mal ausgehe, dem großartigsten Ministerpräsident arbeitet oder so. Also das ist einfach. Hä? Und das war wirklich, und wir waren damals noch so drauf, 2001, wir haben den nicht schwarz angemalt. Das ist ja eigentlich ein Schwarzer. Dort wird er immer noch als Neger bezeichnet, war ja eine andere Zeit. Und mein Regisseur in Belgien, Luc Perceval, war der Meinung, das ist irgendwie eine bestimmte Form von theatralischem Rassismus und das will er nicht. Mir hat das sofort eingeleuchtet und Sie können das ja am Bild sehen. Ich bin 30 Jahre älter als die Schauspielerin da, die Desdemona. Und er war der Meinung, dass dieser Altersunterschied, diese Eifersucht von Othello, das ist ja die klassische Figur der Eifersucht, wenn Sie das Stück kennen, dass diese Eifersucht aufgrund des Altersunterschieds gerechtfertigt ist. Also, schön, dass das Foto dabei ist. Also ich habe die Inszenierung in München gesehen, und zwar die letzte, die allerletzte. Da wurde der Regisseur und der Intendant des Münchner Residenztheaters verabschiedet. Wie heißt der? Baumbauer. Baumbauer, genau. Ich habe das noch nicht erlebt. Es gab 20 Minuten Standing Ovations. 20 Minuten. Also, auch wegen Ihnen natürlich, wegen Julia Jentsch, aber hauptsächlich auch wegen Baumbauer. Und das diese, war großartige Zeit. Und diese Inszenierung ist auch in Hamburg gezeigt worden, wahrscheinlich auch irgendwo in Belgien. Warum kommt sowas nicht nach Weimar? Finanzen. Möglicherweise können wir es nicht bezahlen, das weiß ich nicht. Ich denke schon, weil die kommen ja gern. Nach Weimar kommen ja alle gern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Fotograf ist das, sehe ich. Du hast so ein Ding schon mal gesehen. Deswegen kann er trotzdem ranhalten. Jedenfalls, diese Theater Wien, München, Berlin, die kommen natürlich sofort nach Weimar. Natürlich kommen die nach Weimar, da wollen wir jeder Gast hier. Warum sie nicht kommen, bin ich der Intendant. Gut, wollen wir wieder ernsthaft werden? Nächste Bild bitte. Das haben Sie ja vorhin schon mal kurz gesehen, als wir von den Ausflügen, oder Herr Thieme von seinen Ausflügen als junger Schauspieler in den Westen sprach. Das war eine Ihrer ersten Filmrollen, oder die erste überhaupt, ne? Das vorher war Fernsehen, ja, das ist die erste Kinofilmrolle. Da sind Sie nicht, das ist also Lotte in Weimar. 23, 24, 25 in der Art. Ja, aber da sind Sie nicht der Goethe, sondern natürlich wieder... Natürlich schon von Anfang an der betrogene Liebhaber. Also der... Der betrogene Verlobte. Genau, der Jurist und wie heißt der? Kästner, ne? Kästner. Mhm. Ja, komischerweise, ich bin ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, aber das mag an der Breitwand liegen. Wesentlich schocker war ich damals, ehrlich gesagt, auch nicht, oder? Mit 25 schon ganz schön gut im Futter. Ja. Aber Sie strahlen ein sehr optimistisches Lächeln aus. Ne? Als, ich sehe auch gar nicht so schlecht aus. Ja. Also ein bisschen zu dick, aber unhübsch bin ich nicht direkt, oder? Ja. Schiach, mit der Ösi. Und der Regisseur des Films war Egon Günther, inzwischen auch verstorben. Ja. Wollen wir das nächste Bild mal bitte zeigen? Also das ist ja nochmal aus dem Film, aber da fällt mir jetzt ein, der leidenschaftliche Liebhaber wurde dann doch nicht ihre Domäne. Ne? Da sieht man schon am Gesichtsausdruck. Da wird kein Alain Delon draus. Wer ist die junge Dame? Das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte, die ist nämlich auch schon gestorben. Ja, die ist von 5, 6 Jahren, ist die hieß Martina Wilke, ein bildschönes Mädchen, hat dann in Düsseldorf Theater gespielt und ist vor 5 Jahren gestorben. Das war die Lotte? Das war die junge Lotte. Ja. Und da gab es noch einen jungen Goethe, jungen Goethe, jungen Lotte. Und die Alten waren natürlich
der alte Goethe war. Hellberg. Die Lotte war Frau Balmer. Ja, Lilli Balmer. Und ich trete ja nicht mehr auf. Mann, das ist ja dann die alte Begegnung, ist ja nur noch die Begegnung. Alte Lotte, alter Goethe. Kästner ist schon lange tot. Sind Sie jetzt der letzte Lebende, Überlebende aus der Besetzung? Ja. Ach, daneben schon. Frau Thalbach hat mitgespielt. Ach so. Frau Hoffmann hat mitgespielt. Gut. Ja. Oh, tolle, tolle. Aber so richtig viele sind nicht mehr da. Das ist ja klar. Wann war das? Hab ich 74, 73, 74. Kann, ja. 94, 94, 44, 45 Jahre. Das ist schon ein paar Abhanden gekommen. Vor allem der große Rolf Ludwig. Der war der Kellner. Der Hit von dem Film. Wenn der mal wieder nach Weimar käme, ne, würde er dort gleich eingestellt werden. Im jetzigen Elefantenhaus, ist das eine hintergründige Frage? Im jetzigen nicht mehr. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, genau. Okay, nächstes Bild bitte. Ja, aber ich meine, ganz ohne Liebhaberrollen geht es ja bei Ihnen doch nicht ab. Das ist Salzburg und zwar der Molière-Marathon. Da spielen Sie ja an einem Abend, ich glaube, 4, 5 Stunden. Sechs Stunden. Sechs Stunden, fast alle Rollen, vier Hauptrollen von Molière. Menschenfeind, Don Juan, Tartuffe und der Geizige. Zu einer Rolle verschmolzen, hintereinander weg. Hm. Da war ich noch fit. Ich habe Sie damals übrigens bewundert, dass Sie so viel Text lernen können, wie Sie mir dann mal erzählt haben, dass da so ein, wie heißt denn die, Teleprompter, ja. Läuft. Nur, das hätte ich Ihnen nicht erzählen sollen, weil Sie das natürlich wieder alles falsch ausschlachten. Der Teleprompter ist nur zur Sicherheit. Der läuft und läuft und läuft. Und wenn du plötzlich merkst, nach 3,5 Stunden oder so, oh, scheiße, jetzt ist eine Dekonzentration. Dann hast du die Chance, da mal kurz hinzugucken und findest dich wieder, ohne dass du von der Bühne kriechen musst und noch die Soufflöse belästigen, die wahrscheinlich bereits eingeschlafen ist. Nach ja, die wurde doch inzwischen schon eingespart. Ne? Na, da gab es beides. Da gab es die Soufflöse und den Teleprompter. Das könnte sich nur in Salzburg leisten. Ja. Jetzt könnte sich das nur noch an den ganz großen Theater leisten. Also Weimar wird dann irgendwann nur noch Teleprompter haben und die KI wird den dann bedienen. Wenn überhaupt. Ja. Das ist auch nicht umsonst. Teleprompter ist nicht umsonst. Du musst ja einen haben, der ihn bedient. Und für die KI braucht man ja auch einen Techniker. Ne? Das haben wir heute wieder gemerkt. Also nochmal schönen Dank. Das ist praktisch der Job. Ja. Und der muss eben nach jeder Zeile, der muss das Buch haben. Molière ist ja, wie wir alle wissen, wir Gebildeten, in Versen geschrieben. Und es erscheint immer nur ein Vers auf dem Teleprompter. Und der Typ, das war ein Student, der muss nach jedem Vers. Klick. 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 So muss der arbeiten. Und wenn der den Rhythmus nicht hält, den Versrhythmus, bringt er mich um. Dann ruft er eine Zeile auf, die ist schon vor einer halben Stunde gewesen. Oder die kommt erst in einer halben Stunde. Ja, aber Sie gucken ja sowieso nicht dahin. Sie haben ja den Text im Kopf. Ne? Im Wesentlichen, Herr Dr. Quiritsch. Wir sollten mal weitergehen im Programm. Wir haben noch so viele Rollen vor uns. Wir sind geschwätzig, Herr Thieme. Springen wir. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Ja, das ist ein Kirchenmann. Und zwar hieß der Film Das letzte Wort. Für die Rolle wurden Sie auch mit dem Hessischen Filmpreis geehrt. Wie kam es dazu, dass Sie plötzlich einen Kirchenmann spielen? Das ist ja was ganz Erhabenes. Das müssten Sie in dem Falle wieder den Regisseur fragen. Es ist eine sehr schöne Rolle gewesen. Ein Bischof, der gekidnappt wird von einem jungen Kerl, der jetzt hier nicht im Bild ist. Es stellt sich heraus, dass dieser junge Kerl der uneheliche Sohn einer Frau ist, die sich prostituiert hat und drogenabhängig war. Und als sie sich in höchster Not an den damals jungen Bischof gewendet hat, hat der ihr die Hilfe verweigert, mehr oder weniger. Also er hat ihr die Abtreibung oder auch nur die Hilfe grundsätzlich verweigert. Das steht sogar noch im Raum in diesem Film, wird nicht ausgesprochen, dass er der Vater dieses Jungen ist.
Und der Junge kennt nimmt den. Kann man sich auf DVD, glaube ich, besorgen? Sollte man sich unbedingt ansehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. Ja, fand ich auch. Ganz stilles Ding, also Kammerspiel, vom Schauspieler. Auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt sehr bekannte Herren. Mal sehen, ob es das Richtige ist. Nee, doch nicht. Das ist noch ein anderes jetzt. Naja, da müssen wir nicht dafür sagen. Das ist natürlich Berben und das bin ich. Und dann nehmen wir einen Text von Quilitsch auf. Das war dieses berühmte Hörbuch Dinge, die wir vermissen werden. Richtig. Wo ich sie 2 Tage lang eingesperrt habe im Tonstudio in Berlin. Richtig. Und mehrere Flaschen Wein wurden dabei getrunken. Habe mich immer gefragt, wenn ich das Foto angucke, warum sie mich so verliebt anguckt. Ich habe sie nie gefragt. Naja, aber sie hatte gerade den Text gelesen. Also, im Gesicht ist der Text. Die Reflexion des Textes, nicht ich. Aber guckt sie da mich an? Könnte sie da runtergucken zu Ihnen? Vielleicht, sie sind ja hier ungefähr. Ja, ja. Ja. Nächste Mal bitte. Ah ja, das ist in Ettersburg, ne? Bei Weimar. Auch eine schöne Zeit. Ich bin das 5. Mal. Auch in diesem Jahr wieder da, ich kann das nur dringend empfehlen. Ich glaube, das ist das Beste, was es in Weimar zurzeit zu sehen gibt. Ist das Pfingstfestival von Dr. Krause auf Schloss Ettersburg. Das ist großartig. Nicht nur in dem Bereich, das ist der Bereich Theater, Literatur. Dann gibt es Philosophen, Künstler, Politiker. Und es gibt eine ganz fantastische Musikstrecke mit jungen Jazzern, mit jungen Leuten von der Musikhochschule. Also was Krause dort jedes Jahr leistet, ist fantastisch. Es ist leider, obwohl ja, die besten Schauspieler Deutschlands dort kommen, es ist nicht so richtig bekannt. Es ist eine Geldfrage, es gibt keine richtige PR, also keine. Wir wollen nicht schon wieder über das Geld sprechen, aber Sie haben damals die Nibelungen aufgeführt. Das sind die Nibelungen. Zu zweit und mit einer Pianistin. Rechts eine Schlagzeugerin, links eine junge Schauspielerin, die hat Kriemhild und Brunhild gemacht. Und der Dicke in der Mitte ist Siegfried, Hagen, Gunther und Etzel. Genau. Und ich meine, was wir jetzt nicht im Bild sehen, Sie haben auch schon den Ball gemacht, da haben Sie, glaube ich, alle 16 Rollen selber gesprochen. Ne? Ja, eigentlich 25, wenn die Chauffeure dazu zählen. Ohne Teleprompter. Ich lese es ja ab, das sind ja Lesungen. Ach so. Konzertante Lesungen. Sie brauchen gar keinen Teleprompter bei Lesungen, gut. Nächste Bild bitte. Ja, das ist ja in der Nähe von Greiz, in Ranis, also auch Ostthüringen. Da gab es ja diese wunderbare Episode, wo... Dieses Bild hier zeigt eine Scheinharmonie. Diese Frau hat keinen Grund zu lachen. Die hat mir nämlich 2 Minuten vorher oder wird mir 2 Minuten später, ich glaube es ist später. Später, die Flasche steht davor. Ja noch. Wenn sie mir diese Flasche Rotwein, die da steht, wird es ein bisschen besser geschmeckt als der, die wird sie mir über meine helle Hose kippen. Und, wie sie so ist, mich anschließend angucken, als hätte ich sie mir selber drüber gekippt. Gut. Schwamm drüber. Nächste bitte. Ja, komischerweise kommen jetzt lauter Auftritte mit Iris Berben und Ihnen. Und das war aber, als ich Ihnen als Dankeschön dafür, dass wir 6 Mal, glaube ich, ne, mit den Dingen, die wir vermissen werden, an Theatern waren. Leipzig, Halle, Erfurt, Weimar natürlich. Jena. Halle? Also Jena nicht im Theater im Volkshaus und Halle war noch dabei und noch in Ranis. Ne, habe ich Ihnen jedes Mal eine Dreieckbarlose überreicht. Ja. Also es war immer dieselbe, er musste sie mir anschließend wieder zurückgeben. Guck mal, wie die wieder grinst, wie die sich wieder freuen, ja, dass ich diese kleine Hose kriege und ja, nicht sie. Ich meine, sie wusste das ja alles schon, aber sie hat gut gespielt. Immer die Überraschung war jedes Mal. Ich glaube, das ist echte Schadenfreude. Ich meine, was kannst du dem dicken Mann Schlimmeres antun, als ihm eine Dreiecksbadehose schenken? Das ist doch eine Hinrichtung. Sie haben aber auch den Text so wunderschön gelesen.
Ja, nächster bitte. Nächster. Ja, also. Ja, weiter. Übernächster. Ja, jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ja, das ist gar nicht so lange her. Man sieht Erfurt, man sieht sie mit der Aktentasche und Lederjacke und das ist ein Kommissar im Unruhestand, muss man ja eigentlich sagen. Ja. Sie haben den Film. Guten Tag, Regie Schlöndorff, Buch von genau. Friedrich Arni. Ganz großes Kino. Ja, müssen wir nichts weiter sagen. Nächste bitte. Ja, Bernd Kaufmann. Viele Jahre Klassikpräsident in Weimar, hat das Kunstfest geleitet, hat damals auch Bruno Ganz, ne, nach Weimar geholt, haben wir vorhin gerade drüber gesprochen. Das ist immer relevant. Das ist ja 10 Jahre her, das war ja bei dem anderen Buch, ne, 2009. Und da hat man aber noch mehr Zuschauer, es geht zurück. Ja, ich weiß nicht, bei Weimar ist es ja nicht so wie in Greiz. Greiz teilt sich alle 10 Jahre. Kennt jetzt einfach keiner, noch nicht mal. Also immer die Hälfte flüchtet. Und Weimar, da kommen immer mehr alte Leute, man sieht es ja auch. Ne? Da ganz rechts, übrigens, hinter der Schulter vom Kaufmann, ist übrigens der frühere Bürgermeister von Weimar, Herr Germer. Aha. Gut. Was? Ja, das ist natürlich nochmal in Weimar mit Günter Netzer. Da hat der Fußball, wie nennt sich das? Das Präsidium? Getagt, ne? Der DFB hat so eine Jahresendversammlung im Elefant gemacht. Und da ich mit Günter befreundet bin, hat er mich mit meinem Sohn, der auch sich für Fußball sehr interessiert, hat er mich eingeladen. Und da durfte ich dann an diesem Tisch sitzen, da waren sie gerade Weltmeister geworden. Das war der blanke Wahnsinn. Da saß ich dann mit Günther natürlich und seiner Frau, aber auch mit Löw, Köpke, Bierhoff an einem Tisch. Das hat mich sehr berührt. Ja, ja, das hatte ja auch Folgen. Also wir haben ja dann überlegt, als wir dabei waren, aus unseren Gesprächen noch ein zweites Buch zu machen, überlegt, ob da nicht noch was fehlt, ob man nicht noch was zusätzlich machen kann. Und dann habe ich doch vorgeschlagen, Sie kennen Herrn Netzer ganz gut, Herr Prime, wollen wir den denn nicht mal mit ins Boot holen? Und dann sind wir zusammen nach München gefahren und haben ihn dort interviewt, oder beide. Schon darum muss man sich unbedingt das Buch kaufen, weil die letzten 20 Seiten... 30. 30 spricht auch Netzer. Ja. Und im Gegensatz zu dem, was ich sage, lohnt sich das von ihm wirklich zu lesen. Nee, es ist ein einmaliger Schlagabtausch zwischen einem Fußballprofi und einem Starschauspieler, sage ich jetzt mal, die auf Augenhöhe die Unterschiede, aber vor allem die Gemeinsamkeiten von Fußball und Theater diskutieren. Und das adelt, glaube ich, unser Buch, dass das noch mit da drin ist. Ja. Nächste bitte. Sind wir durch? Nee. Ach ja. Sie haben ja gehört, dass die Veranstaltung noch verschoben werden musste, weil Herr Schalk-Godotkowski gerade wieder in Prag unterwegs war. Also ich meine jetzt hier den Herrn, der den Schalk-Godotkowski spielt. Und hier sieht man aber das Vorbild sozusagen, ja, dem Sie nacheifern. Ja, ist ja gar nicht so eine Typverschiedenheit, so eine gewaltige. Ich glaube, der ist noch fetter. Haben Sie Ihren Geldkoffer eigentlich mit? Sie kriegen es ja noch an Bar. Nächste bitte. Ja, aber ich glaube, die werden wir jetzt nicht mehr zeigen. Das sind jetzt noch einige Fotos, Porträts, aber auch Gemälde. Lass doch mal durchlaufen. Ja, mal durchlaufen. Nicht zu gehen, die sind jetzt wirklich ein bisschen verzerrt, aber man sieht schon... Das soll Ihres sein, glaube ich. Das hätten Sie jetzt nicht sagen müssen. Das soll wieder Ihres sein, glaube ich. Ich weiß es ja nicht. Du musst einen Maler fragen. Der Maler ist ja da links, ganz links. Links ist der Sie Maler. Sind rechts und Sie sind da irgendwie, was ist das, eine Bluttransfusion oder was war das? Mit dem Schweinchen da? Jetzt sind wir durch? Ja. Geschafft. Vielleicht noch ein Satz zum momentanen Dreh in Prag. Schalk-Godotkowski, das wird jetzt im März beendet. Heißt The Wall.
Also auf Deutsch die Mauer. Ja. Ich weiß ja nicht, warum die Filme, die fürs deutsche Fernsehen gedreht werden, jetzt immer solche englischen Namen kriegen. Verstehen wir das sonst nicht mehr? Oder? Ja, es gibt in Berlin Restaurants, da spricht keiner mehr Deutsch mit dir. Und wenn du dann sagst, ich bin gar kein Engländer, dann sagen die, sorry, we don't speak German. Und das ist mit in Berlin und dann trabst du wieder ab. Und wenn du so schlecht Englisch sprichst wie ich, trabst du wieder ab. Aber wenn ich The Wall höre, dann denke ich immer an, we don't need no education. Ne? Ja, richtig. Die haben wahrscheinlich auch, die werden auch noch klagen, nehme ich an. Sie haben das ja wahrscheinlich gesichert, Pink Floyd. Haben Sie Ihre Gage schon gekriegt? Die Hälfte. Okay. Nein, aber das wird in Prag gemacht. Und das ist eben, so ist es heutzutage, wenn wir da vorhin sehen, dort in Weimar, Egon Günther. Oder auch Schlöndorf. So ist es hier heutzutage. Das wird ausgelagert, dort wo es nicht kostet. Oder wo es deutlich weniger kostet. Und dann wird natürlich auch bei einem so, das ist ein Dreiteiler. Das sind 93 Minuten. Ein 270 Minuten Film. Das ist die Länge von Bahn. Und dann wird an allen Ecken und Enden versucht zu sparen. Ich mal unterbrechen darf, ich habe Sie mal angerufen und da sagten Sie, ich bin jetzt gerade auf dem Flugplatz, wir fliegen nach St. Petersburg, wir drehen dort den Untergang. Ja, der war. Da habe ich gesagt, der Führerbunker stand da und die Reichskanzlei stand noch in Berlin. Ne? Ja, das hatte gar nicht mit dem Geld zu tun, das war auch damals der große Produzent Bernd Eichinger, dessen Name ja wahrscheinlich auch einigen bekannt ist. Konstantin Film und Bernd Eichinger hat nicht gespart, um die Kunst zu behindern. Das waren die Außenaufnahmen. Es gab Aufnahmen in St. Petersburg, Straßenzüge, und ich sage es nicht gern, die sahen eben damals noch aus wie nach dem Krieg. Und die konnte man, da hat man eben die Fernsehantennen weggemacht und das alles, was modern war, und dann hat man da gedreht. Das war logisch, dahin zu gehen. Während wir müssen nicht Ost-Berlin in Prag drehen. Es ist überhaupt nicht logisch. Klar, die Locations sind die gleichen. Es gibt ja so Bonzen-Gebäude, die sind auch in Bukarest und auch in Budapest und auch in Warschau. Da haben sie sich im Not für Prag entschieden. Aber ich wollte nur sagen, diese Tchaikovsky-Geschichte, die ich da gerade drehe, die ist schon ziemlich, ziemlich interessant. Also ein Staat im Staat hat er gemacht, aufgrund seiner ungeheuren Cleverness. Ja. Der hatte auch einen Charme, der dicke Sack. Der hatte diesen robusten Charme, der auch im Ausland ankam. Bei Strauß sowieso, da war er genauso. Und die waren dann so, ja, ganz eng. Und wie sich das dann am Schluss alles auflöst, das kann ich jetzt hier natürlich nicht erzählen, weil dafür wird ja der Film gedreht, damit man sich das dann anguckt. Aber ich habe gedacht, ich kenne mein Ländchen, aus dem ich komme. Da habe ich wieder eine neue Facette kennengelernt, die kannte ich nicht. Den neuen Bösewicht in Ihrer Galerie. Und wieder, ja, Bösewicht, ja, auch natürlich, aber ja Doppelagent. Also er war ja offizieller Mitarbeiter, Offizier im, wie heißt das? Besonderen Einsatz. Besonderen Einsatz. OBE, glaube ich. Großes O, kleines B, großes E. Offizier im besonderen Einsatz. Und gleichzeitig war er beim Bundesnachrichtendienst geführt als Schneewittchen. Was ich auch witzig finde, dass Schalko Letkowski 1,90, 3 Zentner Schneewittchen hieß. Das ist schön. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, wir haben jetzt das Bild nicht gesehen von Kundschafter des Friedens. Sie kennen den Film sicher. Was da so schön war, ist, dass die alten vier großen Schauspieler aus DDR-Zeiten, zwei waren in den Westen gegangen, zwei waren geblieben, nochmal zusammengekommen sind, ein Film. Der Inhalt ist vielleicht nicht gerade so großartig gelungen, ja, aber allein das zu sehen, wie die vier nochmal in einem Film zusammenkommt, das fand ich toll.
auch darüber lesen Sie einiges im Buch. Ich wollte überhaupt sagen, wir sollten jetzt mal aufhören, denn ansonsten sagen, Sie wissen ja schon alles und brauchen das Buch nicht mehr, aber wir haben wirklich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorgestellt. Die besten Sachen stehen natürlich drin. 245 Seiten und wir haben vielleicht über 30 gesprochen. Genau. Ja, dann danke ich für Ihr Durchhalten. Ihre Aufmerksamkeit hat hoffentlich auch Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. War sehr schön. Ja. Eine kleine, aber freundliche Gemeinde. Gut. Kommen wir dann wieder. Ich bin sehr erfreut.